Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem Video, in dem es mal seit langer Zeit wieder um den Bitcoin geht. Die Krypto-Eiszeit ist angebrochen und wir wollen uns damit der Frage beschäftigen, ja, wie lange wird es denn dauern, bis es da mal wieder eine Erholung gibt im Bitcoin. Massive Wertverluste für alle Kryptowährungen im Laufe der vergangenen Monate, ja, nahezu freier Fall und die Blase, die scheint hier richtig zu platzen. Und ich hatte schon vor einigen Jahren mal ein Thema zum Bitcoin-Video gemacht, oder ich habe ein Video zum Thema Bitcoin gemacht, so rum, und da hatten wir gesagt, das Ganze ist eine Blase und diese Blase wird irgendwann platzen. Wir haben das Ganze verglichen mit der Südseeblase, mit einigen anderen Blasen, die es in der Geschichte des Aktienmarktes gab, und das, die Schwierigkeit ist mal bei einer Blasenbildung, ist, du weißt nicht, wie groß die Blase wird. Also das war, hatten wir auch damals gesagt, hatten wir geäußert, dass wir nicht abschätzen können, bis wohin der Bitcoin nach oben geht. Allerdings, wenn die Blase dann mal platzt, dann hat man relativ gute, verlässliche Daten, gute Statistiken, mit denen man feststellen kann, zumindest wie es in der Vergangenheit, und mehr als die Vergangenheit haben wir ja nicht, da es die Glaskugel an der Börse nicht gibt, aber zumindest da gibt es wertvolle Informationen, wenn wir andere bisherige Blasen, den Crash 1929, die Dotcom-Blase, wenn wir uns das zum Beispiel angucken oder auch die Finanzkrise, ja, wie eben entsprechend die verlaufen sind. Und dann hat man eigentlich einen guten Fahrplan, wie es mit dem Bitcoin in den nächsten Monaten und Wochen weitergehen kann. Ja, letztendlich erstmal das Sentiment. Das Sentiment ist undenkbar schlecht. Wir haben einfach nur noch schlechte Nachrichten, die den Bitcoin betreffen. Ich habe es euch hier mal im Chart eingeblendet. Das sind Nachrichten, die das Wort Krypto-Winter, Krypto-Eiszeit enthalten. Und das geht, ja, die Anzahl der Nachrichten natürlich in 2022 massiv nach oben. Es ist ja auch unglaublich viel Schlechtes dort passiert. Mittlerweile gibt es Börsen, große Krypto-Firmen, die nicht mehr auszahlen. Und alle fragen sich, bricht jetzt das Ganze Blockchain-System hier quasi zusammen. Natürlich wird die Blockchain an sich nicht zusammenbrechen, ist ja auch eine Technologie, aber die hat ein Vertrauen, das man ja versprochen hat mit den neuen Kryptowährungen, das ist auf jeden Fall mal erstmal schwer beschädigt und die Euphorie, die ist dahin. Ja, und gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Erstmal ganz typisch für Bitcoin, also eigentlich nichts Neues, was wir auf diesem Chart sehen, ich mache uns den mal groß, ist, dass wir den Bitcoin, den wir ja jetzt so ungefähr seit 11, 12 Jahren haben, dass der immer wieder mal in Krisen hineinrutscht. Ja, 2011 fast 80% Wertverlust. Ja, dann hatten wir nochmal 2013 einen großen Wertverlust in Bitcoin, wieder so 74% Drawdown. Wir hatten 2018 eine Krise gehabt. Jedes Mal ging der Bitcoin gestärkt aus diesen Krisen hervor, und unten rot im Chart, dort seht ihr eingeblendet, also rot im Chart seht ihr eigentlich eingeblendet, wie groß waren die Drawdowns. Und wir sehen in der Vergangenheit so 74%, so eigentlich ganz normale Größenordnung. Und was wir eben auch sehen, ja, die Größenordnung, die haben wir erreicht. Und wenn man sich dann die Charttechnik anguckt, dann sieht man, hey, die Tops von 2018, die haben wir im Prinzip jetzt getestet. Sieht doch eigentlich alles ganz top nach einer Kaufgelegenheit aus. Ob das wirklich so ist? Ja, die Frage, die möchte ich natürlich jetzt mit euch zusammen ganz genau diskutieren. Und was ich dafür gemacht habe, ist im ersten Schritt einfach, dass ich hingegangen bin und mal mir andere Blasen, die geplatzt sind, angeschaut haben. Und natürlich hätten wir mit der Südseeblase beginnen können, aber wir beginnen jetzt einfach mal der Einfachheit halber, um diesem Video auch nicht unglaublich in die Länge zu ziehen, weil alle Blasen immer ähnlich vergleichen oder verlaufen und repräsentativ sind, können wir uns das jetzt einfach mal anschauen mit dem Crash von 1929. Ja, trauriger Chart, den wir hier sehen. 1929 ging es los. Im September, Oktober ist der Markt dann massiv gefallen. Das war sozusagen der erste Rutsch. Danach gab es Erholungsversuche und dann ging es nochmal weiter. Und wenn man sich das angeschaut hat, dann sieht man 82,16% vom Top hat der Markt verloren. Und das waren 678 Tage Eiszeit am Markt. Also S&P war die ganze Zeit so massiv unter Druck gewesen. Und ja, natürlich, heutzutage ist diese Krise lange her. Der S&P hat sich erholt und gleiches Schicksal könnte ja auch dem Bitcoin passieren. Das heißt, ja, große Krise, großes Platzen einer Blase, aber irgendwo sich doch zu fangen. Ich möchte euch noch eine zweite Grafik zeigen. Das ist die Dotcom, der Dotcom-Crash. Den machen wir hier auch nochmal groß. Wir hatten ja diese
Idee im Jahr 2000 und davor, wo man wirklich alle Firmen, die irgendwie eine Internetadresse mit .com am Ende hatten, die mit massiv hohen Bewertungen bezahlt hat. Und dann ist die Blase geplatzt im Jahr 2000. März 2000 begann das Ganze. Auch hier sehen wir einen schnellen Rutsch, ungefähr 3 Monate, dann eine Erholungsbewegung und dann ja eine sehr, sehr lange Bewegung, die den Markt nochmal nach oben und nach unten zog. Und ja, 78,4% waren das damals, 648 Tage, also wieder über 600 Tage Spanne, die es den Markt nach unten gezogen hat. Und ja, das sind natürlich, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit dem Bitcoin heute, dann sehen wir eigentlich, na, wir sind noch längst nicht am Endpunkt. Ne? Gucken wir hier, werfen wir einen Blick auf den Chart in Rot, der Bitcoin. Dann haben wir natürlich in Blau und den Nasdaq damals mit der Blase. Ich habe jetzt sozusagen, was ich gemacht habe, ist, ich habe die 3 Charts von den 3 Blasen genommen, die mit dem gleichen Startzeitpunkt beginnen lassen und dann geguckt, ja, wie sind die verlaufen die Krisen und wir sehen, dass die Krisen sehr, sehr ähnlich verlaufen. Der einzige Unterschied ist, dass der Bitcoin bereits jetzt massiver abgestürzt ist als der Nasdaq und auch der S&P damals. Es gab ja diesen ersten Abwärtsrutsch, den haben wir hinter uns, dann gab es diesen Erholungsversuch, den haben wir auch hinter uns und jetzt beginnt eigentlich eben diese Krypto-Eiszeit, dieser Krypto-Winter und wenn wir das vergleichen mit vorherigen Krisen, ja, dann kommen wir zu dem Ergebnis, ja, dass wir ungefähr bis September 2023 uns noch mit schlechten Kursen in diesem Kryptomarkt abfinden müssen. Ja, und auch wenn, ich habe euch eben gezeigt, hier 74% Drawdown vom Top aus, auch hier ist dann einfach noch ein bisschen Spielraum nach unten. Und das ist auch die typische Lehre, die man aus jeder Blase zieht. Es geht relativ schnell nach oben, es geht relativ heftig nach oben, aber wenn die Blase platzt, dann werden ungefähr 80%, also ungefähr 80% der initial Aufwärtsbewegung korrigiert und das ist dann eben ein Kursniveau, was noch ein bisschen unter dem aktuellen liegt und vor allem eben auch zeitlich zieht sich das Ganze noch hin. Wir haben also bei den vergangenen Blasen immer wieder gesehen, dass das ja das letzte Ende, wir blenden es nochmal ein, also die Kurse sind dann schon sehr stark gefallen, aber es geht eben immer nochmal Stück für Stück runter und von daher ist es hier sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir im Bitcoin noch tiefere Kurse und noch ein bisschen weiter abwärts nach unten uns bewegen werden. Ja, großes Problem ist eben, wir haben unglaublich viele Anbieter, die im Kryptobereich tätig sind und die jetzt mittlerweile diese Vertrauenskrise auslösen. Die klassische Meldung im Moment auf Webseiten ist die, our website is currently being updated und dann Swaps, Transfers between Account, Withdrawals, alles das ist ausgesetzt und das ist eben im Moment nicht nur bei einer Firma so, das ist bei Coinflex so, das ist bei Celsius so, das ist bei Bubble so, Three Arrows Capital, also nur noch schlechte Nachrichten, die hier dominieren und man sieht im Prinzip das, was Krypto-Jünger so abgefeiert haben, diese Unabhängigkeit, die Unabhängigkeit von Regulierung, die Unabhängigkeit von Zentralbanken, hat natürlich auch den Nachteil, dass niemand da ist, der euer Geld schützt in dem Moment, wo es dann tatsächlich zur Krise kommt. Ja, jetzt weiß ich, viele Leute sagen, okay, aber Birger, ganz ehrlich, Bitcoin ist die Zukunft und es gibt einfach so viele gute Argumente für den Bitcoin. Warum soll ich nicht jetzt einsteigen? Tiefpunkt finde ich sowieso nicht und ich finde, das ist ein super Level. Ja, die Pro-Argumente sind bekannt, werden immer wieder aufgezählt. Die Anzahl der Bitcoins ist limitiert, es werden immer weniger Bitcoins geschürft, es werden sogar Bitcoins gehen noch welche verloren. Also insgesamt gibt es immer weniger. Bitcoin ist dezentral. Es gibt keine Regierung, die uns da betrügt und immer mehr Geld drückt. Es gibt keinen, der das überwacht. Und dann ein Argument, Bitcoin sei unabhängig von Finanzmarktkrisen. Bitcoin sei ein Inflationsschutz, eben aufgrund dieser Begrenzung. Ja, und Bitcoin ist anonym. Das sind immer wieder diese Argumente, die vorgetragen werden. Und keins dieser Argumente ist eigentlich plausibel. Denn ja, selbst wenn Bitcoin
limitiert ist, ja, dann ist es die Anzahl der Kryptowährungen nicht. Ja, dann nächster Punkt ist, wenn man behauptet, Bitcoin ist unabhängig von Finanzmarktkrisen, ja, dann müssen wir sagen, na, schaut euch mal die Korrelation an. Also ich habe euch hier mal die Korrelation eingeblendet, Bitcoin S&P Index, das ist eine signifikante Korrelation, 0,365, und wir sehen ganz klar, die Korrelation ist schwächer, wenn es am Markt nach oben geht, aber die Korrelation ist sehr, sehr groß, wenn es runtergeht, und das heißt, das schützt keineswegs der Bitcoin vor Finanzmarktkrisen. Ja, dann Anzahl der Kryptos, also die Kryptowährung Bitcoin an sich mag begrenzt sein, aber drumherum entsteht im Prinzip das gleiche System an Geldschöpfung, wie wir es in jeder anderen Fiat-Währung haben, nämlich dass es mittlerweile, ja, März 2022 ist die Statistik, die ich hier habe, da gibt es über 18.465 Cryptocurrencies, die in irgendeiner Verbindung vielleicht dann auch nochmal zum Bitcoin stehen. Insgesamt sind zwar nur noch 10.363 davon aktiv, also ein Großteil waren auch einfach Rohrkrepierer, aber man muss sich das Ganze mal so vorstellen, dass dadurch, dass es so viele unterschiedliche Währungssysteme im Kryptobereich gibt und man ständig eigentlich neue Tokens rausgeben kann, eine neue Währung erfindet, gibt es keine Limitierung. Ja? Vielleicht ist Bitcoin an sich limitiert, aber ihr wisst selber, es gibt Konkurrenten von Bitcoin, es gibt alternative Systeme und es gibt dann noch diese Token-Geldvermehrung, die so funktioniert, du hinterlegst einen Bitcoin und erhältst dafür von einer Firma Token. Mit diesen Token kannst du dann erneut Bitcoin irgendwo kaufen, weil es zum Beispiel irgendwelche Stablecoins gegen Stablecoins getauscht sind, wo du wieder Cash kriegst. Und dann hast du diese Bitcoins, die du wieder in der Hand hast, kannst du wieder irgendwo hinterlegen, also wieder weitere Bitcoins kaufen. Und das war ein unbegrenzter Leverage-Effekt, der den Bitcoin massiv nach oben getrieben hat, der aber jetzt eben im Umgekehrten dafür auch sorgt, nämlich dass diese totale Geldvermehrung, die durch die Token entstanden ist, da das ist eine Geldschöpfung mit Token, die nach demselben Prinzip funktioniert wie die Geldschöpfung im Fiat-Money-System, die dazu geführt hat, dass jetzt eben hier auch alles zusammenbricht. Ja, und dann kommen wir noch mit Inflationsschutz. Ja, gucken wir uns an, wie ist Inflationsschutz, wie ist es darum bestellt? Also wenn wir uns das anschauen, ich habe euch hier mal die Bilanz der Fed aufgezeigt. Ja, und wir sehen, also die Bilanz der Fed hat ja sozusagen sehr, sehr stark zugenommen, gerade durch Corona. Und interessanterweise ist zum gleichen Zeitpunkt der Bitcoin nach oben gegangen. Und wir haben 2018 schon gesehen, wenn die Bilanz der Fed rückläufig ist, ja, dann geht auch der Kurs von Bitcoin zurück. Und genau dieses Szenario haben wir jetzt ja auch. Wir haben jetzt wieder ein Szenario, wo entsprechend die Notenbank diese Bilanz beginnt zu verkleinern, ja, also nicht mehr weiter Anleihen kauft. Und das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Bitcoin ist nichts anderes als spekulatives Geld. Also Geld, was übrig ist, was entsprechend in den Bitcoin reingesteckt wird. Und wenn das Geld dann aber nicht mehr so reichlich vorhanden ist und knapper wird, ja, und die Zinsen beginnen zu steigen, ja, dann geht das Geld eben auch aus diesen spekulativen Assets raus. Ich bin generell kein Gegner von Blockchain-Technologien und der Sinn und Zweck von Smart Contracts und Blockchain. Ich glaube daran. Nur, dass der Bitcoin irgendwann mal die Funktion einer Währung übernehmen wird, das bezweifle ich hier komplett. Und das Wichtige bei Währungen ist eben auch, dass sie stabil sind. Und das ist eben im Bitcoin aufgrund dieser Dezentralität nicht da. Denn wenn die Herde sozusagen einmal losrennt in die ein wie die andere Richtung, dann stoppt sie niemand. Es gibt nämlich keine Zentralbank, die sie stoppt in irgendeiner Form. Und man kann halten von den Zentralbanken, was man will. Ihr wisst, ich habe eine Menge Kritik an der Politik der Zentralbanken in meinen Videos geäußert. Aber letztendlich, ohne diese Eingriffe, gibt es Wertschwankungen, Preisschwankungen mit einer hohen Volatilität, die es einfach unmöglich machen, hier ein funktionierendes Preissystem aufzubauen. Und das ist deswegen ist es kein Vorteil von Bitcoin, sondern ein großer Nachteil von Bitcoin. Ja, und wir sehen eben auch, wenn wir hier einfach nochmal in dieser Grafik den Bitcoin vergleichen mit dem S&P, da gibt es keine Unabhängigkeit von Finanzmarktrisiken. Ne? Wenn der S&P nach oben geht,
dann geht der Bitcoin einfach ein bisschen stärker nach oben. Wenn der Markt runtergeht, dann geht er ein bisschen stärker nach unten. Die hängen also zusammen und deswegen haben wir hier weder Inflationsschutz, weder Krisenschutz. Die Dezentralität ist sogar ein Problem und kein Vorteil von Bitcoin. Und dann müssen wir uns tatsächlich fragen, ja, nur weil Bitcoin angeblich knapp ist, ja, warum soll das dann was wert sein? Ja, wenn ich jetzt ein Tempotaschentuch hier benutze und da einmal reinrotze, ganz fies gesagt, dann ist das auch knapp. Das gibt's nur einmal und trotzdem wird dafür keiner Geld aufgeben. Schätze ich auf jeden Fall mal. So, und das heißt, Knappheit an sich macht nicht einen Wert aus. Es ist tatsächlich dieser spekulative, verrückte Gedanke, dass Menschen einer Sache einen Wert geben. Und das ist mit Bitcoin passiert, wie bei jeder anderen Blase auch. Und diese Blasen, die pumpen sich auf, aber wenn sie zusammenfallen, und das haben wir ja gerade gesagt, dann verlieren sie 80% an Wert. Und diese Blase, die jetzt hier zusammengefallen ist, die führt eben dazu, dass Bitcoin sich immer noch nicht bewiesen hat. Also es muss sich immer noch beweisen. Ja, und die Kryptowelt hat sich ihre eigenen Krisen geschaffen. Gut, das hat sie auch die Fiat-Money-Welt, deswegen wollen wir hier auch kein Pro und Contra machen, sondern ich will dieses Video einfach nochmal mit folgendem Gedanken abschließen. Wenn wir einfach die Statistik bemühen, und das ist immer noch das Beste, was wir im Trading und im Investment-Business machen können, dann sieht es so aus, dass die Krypto-Eiszeit zumindest nochmal die nächsten Monate laufen wird. Das schließt nicht aus, dass der Bitcoin auch vom jetzigen Level vielleicht nochmal eine kleine Rallye macht. Das haben wir auf den Charts vom S&P, vom Nasdaq, vom Finanzsektor immer wieder gesehen, dass man natürlich nicht in einem nach unten rutscht. Aber seid nicht so optimistisch, meiner Einschätzung nach. Lasst euch ruhig noch ein bisschen Zeit, meiner Einschätzung nach. Zumindest ja, eine kleine Gegenbewegung vom aktuellen charttechnischen Niveau ist drin. Aber der Start einer neuen Rallye, zumindest wenn man es vergleicht mit den bisherigen Blasen, ist noch in weiter Ferne. Und da können wir uns vielleicht in einem Jahr drüber unterhalten. Wenn euch dieser Video gefallen hat, abonniert doch gerne meinen Kanal. Gerne könnt ihr wieder Kommentare darunter machen. Ich gebe auch entsprechend Antworten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Dianka.